noch ein, warten Sie, ja, jetzt warten Sie. Jetzt warten Sie doch mal. Lassen Sie mich noch ein Wort zu Haiti sagen, zu dieser Katastrophe. Da ist in dieser Betroffenheitsorgie unseres Spendengalas, ist da ein bisschen was untergegangen. Nicht? Diese mittlerweile über 150.000 Toten sind nicht einfach Opfer einer Naturkatastrophe geworden. Nicht? Das schwere Erdbeben war eine Naturkatastrophe. Aber die ungeheure Zahl der Toten, die haben auch wir zu verantworten. Nicht wir. Durch unsere Ausplünderung und Ausbeutung, durch unsere Lebensweise haben wir dazu geführt, dass die Leidtragenden dieser Lebensweise kein anständiges Dach mehr über dem Kopf haben. Aber für sowas ist in Sondersendungen natürlich kein Platz. Platz ist in der Sondersendung allenfalls für einen Bericht von der Pressekonferenz unseres sturzbetroffenen Außenministers, der die Konferenz extra einberufen hat, um betroffen zu erklären, dass ein deutscher Toter in Haiti zu beklagen ist. Einer. Wobei man die Zahl auch relativieren muss und gewichten muss, nicht wahr? Und wenn man gewichtet mit Kaufkraft und Bruttosozialprodukt, dann wiegt das Hunderte von Haitianern auf. Nicht? Aber vielleicht sollte man zum Abschluss, lassen Sie es, ich bin ganz kurz, ja, man muss positiv aufhören. Ich weiß, das ist wichtig. Hören Sie, etwas sehr Positives, überraschend. Im Endstadium des wuchernden Kapitalismus entpuppen sich plötzlich an der Oberfläche erfreuliche Nebensymptome. Seit Piratenbanden an der afrikanischen Ostküste die internationale Schifffahrt bedrohen, haben sich vor Somalia und Kenia die Fischbestände wieder erholt. Nicht? Ja, weil die großen Fischfangflotten der Industrienationen sich nicht mehr trauen, in die Hoheitsgewässer leer zu fischen. Nicht? Da sage ich doch bravo, das ist doch eine feine Sache. Nicht? Vom Piraten lernen heißt überleben lernen. Nicht? Wir sollten das, da müsste sich unsere Piratenpartei fusionieren mit Attac. Nicht wahr? Die gründen Ausbildungszentren für Finanzpiraten und die werfen dann ihre Geiseln den wieder heimisch gewordenen Haien zum Fraß vor und dann gehe ich persönlich hin, werde Piratenpate und finanziere ein Ausbildungscamp. Da könnte es sicher sein. Ja. Das wird der